Hallo ihr Lieben, wir schauen heute in das schamanische Seelenorakel und sehen mal nach, was da unsere Tageskarte ist. Bitte nicht vergessen, ein Like unter diesem Video zu lassen und natürlich den Kanal zu abonnieren. Abonnieren ist wie immer für euch gratis. Was gibt's denn da Tolles? Wir haben heute zwei Karten und zwar den Jäger und die Eule. Das ist sehr interessant. Ich zeige euch die beiden mal. Jäger und Eule. Die Eule hat die Nummer 39 und die steht generell für die Weisheit. Das heißt, vielleicht kommen dir heute Einsichten, die du vorher noch nicht hattest. Vielleicht werden dir bestimmte Dinge klar oder es werden dir einfach auch bestimmte Dinge zugetragen. Das heißt, vielleicht bekommst du heute Informationen, die dir Einsichten geben, die anderen Menschen fehlen. Die Eule ist deshalb zu so einem Symbol für Wissen geworden, weil sie nachts gut sehen kann. Das heißt, sie sieht mehr als ein Mensch. Und vielleicht hast auch du heute in irgendeiner Sache die Einsicht, die anderen Menschen fehlt. Hier haben wir noch den Jäger mit der Nummer 27. Vielleicht bist du hinter einer Sache her. Vielleicht bist du ganz zielstrebig auf etwas fokussiert und sagst, ja, das ist das, was ich unbedingt will, der Sache gehe ich nach. Diese Karte sagt, ja, du bist auf dem richtigen Weg, gehe weiter dieser Sache nach und erfreue dich bitte auch ein bisschen an der Vielfalt, weil wir sehen hier eine Vielfalt von verschiedenen Tieren auf dieser Karte. Da ist zum Beispiel ein Bär, da ist Federvieh, da sind die Antlers, also das Geweih von einem, zum Beispiel einem Hirsch oder einem Reh. Also wir sehen hier viele verschiedene Tiere und vielleicht hast auch du ein sehr breit gefächertes Interessensgebiet. Ja, das ist das, was ich so von dieser Karte bekomme. Vielleicht bist du jemand, der so ein bisschen ein, wie sagt man da, nicht mit allen Wassern gewaschen, sondern ein, wie sagt man, Jack of all trades auf Deutsch. Also jemand, der einfach von allem ein bisschen was kann, der vielleicht nicht so sehr in die Tiefe eine Sache kann, sondern der dafür verschiedene Dinge kann, aber von jedem etwas. Ja? Und das kommt nicht nur dir zugute, sondern auch anderen, weil du eben so ein vielfältiges Talent bist und so vielfältige Interessen auch hast. Ich wünsche dir damit ein schönes Tagerl und bis bald. Tschüss!